Malachi, einer unserer Rivalen, der sich mit Nemesis verbündet hat, belagert Großfürst Brabelsen im Großfürstentum Goldbucht. Es ist recht egal, wer gewinnt, denn wenn wir dazustoßen, wird der Sieg ohnehin uns gehören. Ja, und damit herzlich willkommen hier auf der Zocker Lounge zurück zu einer weiteren Runde Dungeon Keeper 2. Und irgendwie scheint es jetzt gegen verfeindete Keeper zu gehen, aber hier ist noch eine Bonusmission. Schießen Sie die... Ach, das lassen wir jetzt mal. Später vielleicht. So, die Mission heißt... Grafschaft Drachental. Genau. Mit eurer üblichen Hinterlist habt ihr den Keeper Dante als Hauptangreifer dieses Landes abgelöst. Der arme Graf Titus weiß noch nicht mal, gegen wen er kämpft. Ich habe gehört, Dante soll von einer Gruppe mächtigerer Zauberer vertrieben worden sein, die das Drachental immer noch gegen die Rückkehr des Bösen verteidigen. Wenn ihr sie zuerst vernichtet, wird es leichter werden, Graf Titus zu erledigen. Also, Dantes verlassenen Dungeon einnehmen und Graf Titus vernichten, alle versteckten Räume finden und einnehmen, die Magierwächter besiegen. Klingt einfach. Mein Gebieter, ich bringe euch frohe Kunde. Meine Zauberer waren siegreich. Der bösartige Keeper Dante wurde aus dem Land getrieben. Ihr habt gute Arbeit geleistet, mein Freund. Was ist das für einer? Bleibt wachsam und gebt mit euren Zauberern gut auf dieses Reich Acht, für den Fall, dass das Böse erneut angreifen sollte. Nein. Wie kommst du denn da drauf? Seid ihr nur Level 1? Steinbrücke. So, dann schauen wir mal. Oh, das sind schon Gegner. Gasfalle. Das Graben hier. Unwürdiger Kamerad, der Keeper Dante ist feige geflohen. Daher erhaltet ihr nun dieses Land und den Auftrag, die 5 Zauberer zu besiegen und den Grafen Titus zu vernichten. Okay, wir graben doch erstmal hier Eure auf. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Hier können wir nicht weiter, hier auch nicht. Die Steinbrücke. Haltbar und stark kann sie selbst Lava dauerhaft überspannen. So, haut die Zwerge zusammen, das dürfte ja kein Problem sein für euch. Pam, 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 los geht's. Okay, und dann bauen wir natürlich hier gleich eine Brücke. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja, wisst mal. Ihr erbeutet eine Brücke. Okay. Ihr erbeutet eine Hühnerfarm. Und dann schnappen wir uns hier natürlich noch Action Jackson. Seid ihr hier ganz alleine auf der Lava gewesen? Sag mal, seid ihr für komische Helden? So, jetzt haben wir eine Hühnerfarm und ein Versteck. Das ist doch schon mal was. Und jede Menge Lava. Hier kommen wir auch nicht weiter. Also dann sucht euch doch erstmal alle ein Versteck. Oder haut die Tür ein. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Nee, ihr geht euch jetzt alle mal ein Bett suchen, sonst wird wieder rumgeheult. Ne? So. Kann ich euch schon heilen? Kostet 5000 Mana. Okay, haben wir nicht wirklich. Dann schmeißen wir euch gerade nochmal alle in die Hühnerfarm. Oh, aber nicht in die Lava. Komm, holt euch mal was zum Essen. Mahlzeit. Mahlzeit. Zack, lecker Hühnchen. Lecker, lecker. So, jetzt geht's euch schon bedeutend besser. Und jetzt hauen wir die Tür ein. Go. Was haben wir denn hier drüben? Lauter Kreaturen. Und erfreuen, okay. Kommt ihr her. Eine Alarmfalle. Ist das schlecht? Keine Ahnung. Spielt eigentlich auch keine Rolle, ne? Okay, die ist mutig.
Setzen wir euch nochmal alle zusammen. Pam. So, ein bisschen heilen wäre ganz cool, weil es stirbt mir gleich die erste eiserne Jungfrau. Okay, dann liegt hier eine Kreatur von mir. Okay, nichts verloren, alles gut. Du gehst schlafen. Und die unsägliche Falle ist auch platt. Okay. Gut. Oh, hier geht's ja auch weiter. Sehe ich jetzt erst. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Da oben gibt's ein bisschen Gold. Tja, hier aufmachen. Ich kriege einen Goblin, ich habe doch gar keinen Trainingsraum. So, vielleicht ein Impi noch bauen. Da ist eine Angstfalle, das ist ja auch irgendwie scheiße. Okay, hier kommen wir dann wohl gar nicht wirklich weiter. Okay, dann schauen wir mal. Hier hinten gibt es eine Schatzkammer. Dann gehen wir hier unten lang. Und kloppen die Tür kaputt. Da will ich noch nicht hin. Da sind wir irgendwie... Apropos, wir könnten auf die Karte gehen. Aha, aha, aha. Geht das? Schafft es hier rüber? Nicht so wirklich, gell? Okay, ein MP hierhin. Also eine Jungfrau braucht einen Spielplatz. Baut eine Folterkammer. Ja, ihr seid ja lustige Leute. Ich setze euch lieber alle mal hier hin. Ah doch, langsam kommt ihr doch voran. Ganz langsam. So, wir hauen derweil hier ein paar Helden kaputt. Alles gut. Und wo geht's denn hier lang? Das... Na, nimm erstmal ein. Komm, wir gehen in den Goblin. Machen wir so. Tum, 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 tum. Okay, hier ist nur eine Tür. Nur eine Tür. Ja, da wollen wir noch nicht durch. Wir wollen hier lang. Also, zumindest glaube ich das, dass ich da lang will. 5 Goblins. Da haut die Tür ein. Pam, pam, pam. Okay. Viele Imps brauche ich ja hier nicht. Ja, die haben ja eh nichts zu tun. Ich kann ja nicht mal Wände bauen. Gar nichts geht hier. So. Wir checken mal. Scheint wie geplant Richtung Schatzkammer zu gehen. Yes, da wollen wir hin. Attack. So, Herr Zwerg. Aufs Maul. Und jetzt bitte noch die Tür. Hallo? Die Tür. Oh, ist langweilig, gell? Pam. So. Dann gibt es auch wenigstens ein bisschen Gold. Kann man jetzt mal einen bösen Blick wagen? Gut, da kommen wir nicht durch. Dann schauen wir doch mal hier rein. Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Ja gut, ob wir jetzt da oder da lang gehen, ist dann auch wurscht.
So, aufmachen. Jetzt haben wir 17.000 Gold, das heißt, wir überleben den Zahltag. Was kostet mich der überhaupt? 6.800. Eh nicht der Rede wert. Ah, ihr habt alle noch ein bisschen Gold, hä, zum Abgeben. Und hier ist einer am... Oh, da können wir vielleicht auch mal... Nee, können wir nicht. Wir haben keine Mana. Geht die Mana 1 hoch pro Feld? Ja. Okay, wusste ich auch nicht übrigens. Also umso größer der Dungeon, umso größer die Mana-Produktion. Okay. So, jetzt haben wir hier zu Klump. Und hier gibt es ja den Trainingsraum und ein Gefängnis. Ja, da wollen wir natürlich hin. Da wollen wir natürlich hin. So, habt ihr ihn kaputt gehauen? Okay. Und hier gibt es einen kleinen Wachraum für uns. Auch nicht schlecht. Okay, aber den brauchen wir mal dahingestellt. Ihr erbeutet einen Wachraum. Die Tür ist abgeschlossen, die nicht. So, machen wir hier. Brücke hoch und Steinbrücken technisch machen wir hier auch was hoch. Ihr haut die mal ein. Und ihr haut mir die mal ein. Super, ein Haufen Goblins, ha? Huh? Oh oh. Eine Alarmfalle. Hilfe, Hilfe. Zahltag. Ja, gib mal einen her. Wie ist denn das hier? Hallo? Hier hinten geht's weiter. Okay, da ist wieder eine Tür. Aber da kriegt man Gold. Geil. Okay. Komm mal her. Kannst du zu deinem Zahltag gehen? Und das Portal, das können wir vernichten, wenn wir hier außenrum Brücken bauen. Sollten wir auch tun, ne? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ah ja, jetzt gibt's Elfen. Wie macht man denn das? Die Tür ist ja auch völlig sinnlos. Die ist abgeschlossen. Hier geht's ins Spielcasino. Kreaturen glücklich machen oder die Kohle aus der Tasche ziehen, alles klar. Hm. Wenn ich euch alle nehme und alle gleichzeitig hier hinstelle, was passiert denn dann? Habt ihr echt alle Angst? Ihr seid doch eine Gruppe, oder? Ja, so habe ich mir das vorgestellt, sehr gut. Okay, dann können wir hier auch eine Brücke hinbauen. Und euch hier mal noch dazu tun. Habe ich eigentlich diesen Dingzauber? Ja, den habe ich. Let's go. Was rennst denn du weg? Feigling. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. So, kämpfen, Kollege. Kämpfen. Dich können wir mal heilen. Oh, oh, die nicht. Bleib am Leben, Lady. Das macht einen Sinn. Kann man irgendwas zaubern? Wir können ein bisschen mitkämpfen. Pam. Okay. Bam. Pam. Und der nächste. Okay.
Noch irgendwo einer? Da ist eine Falle. Auch das noch. Okay. So, meine 5 Impis. Holt mir mal meine Leute hier raus. Und ihr haut natürlich die Falle platt. Und hier liegt noch einer von mir. Den holst du bitte auch noch weg. So, und das können wir dann wegmachen. Und hier können wir wieder ein bisschen Brücken verkaufen. So, jetzt müsste ich noch wissen, ob hier eine Falle ist. Nö. Aber wenn ich das habe, müsste doch das Portal verschwinden, oder? Ich weiß gar nicht. Bam. Genau, das war der Plan. Sehr gut. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Sehr gut. So, dann graben wir ein bisschen Gold ab. So, sieht das gut aus. Und dann könnten wir uns eigentlich auch schon die Handwerkskammer schnappen. Eigentlich wollte ich ja hier expandieren. Aber warum? Ist doch alles gut soweit. Guck mal, du, dir geht's ganz schlecht. So. So. Irgendwie so. Und hier kommen wir dann von der anderen Seite ins Casino. Alles klar, aber jetzt möchte ich natürlich noch... Wie geht's euch denn, meine Lieben? Euch geht's doch wieder gut. Stellt euch doch nicht an. So, aufmachen. Ich hätte vielleicht doch wirklich erst links das machen sollen, damit ich den Trainingsraum kriege und das Gefängnis. Das würde ja Sinn machen. Aber egal. Hallo? Ja, ein Zwerg will stressen. Oh, hier gibt es einen Haufen Fallen. Die schon fertig sind. Aber für was brauche ich die? Keine Ahnung. So. Schatzkammer ist voll, oder? Nicht wirklich. Dann baut doch den Spaß ab. Okay. Ihr erbeutet eine Werkstatt. Schön. Wird gekämpft. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Aha. Wo ist die Alarmfalle? Was zur Hölle ist euer Problem? Ah, hier. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Jetzt ist mich echt einer krepiert, ich dreh durch. Zack. So nicht. Aber so vielleicht. Lockt die doch rüber. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Lockt sie doch her. Wenn die jetzt hier meinen, rauskommen zu müssen, dann greift sie an. So. Und keine Mana mehr, verdammt. Haut sie zu Brei, los! Ist mir jetzt einer gestorben? Nee. Die
ihm geht's schlecht, die Tür ist weg. Okay, und jetzt noch der Zauberer. Die Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Ach ja, Holzsoßenkeeper, nenne ich das Spiel, echt. Sollte eigentlich nicht kaputt hauen, aber ist doch wurscht. Yo, Portal ist weg. Einer noch und dann gibt's einen Trainingsraum für mich. War zwar nicht der Plan, aber hey. Haut mir doch dann noch dir die Dinger kaputt. Erbeutet einen Trainingsraum. Das Casino. Ein ausgesprochen praktischer Raum. Stellt mit dem Hebel in der Mitte seine Funktion ein. Wie kommt denn jetzt aufs Casino? Ihr könnt entweder eure Geschöpfe glücklich machen, indem ihr sie gewinnen lasst, oder ihr lasst sie ihr ganzes Gold verlieren. Direkt in eure Schatztruhen. Ach, ich komme hier gar nicht hoch. Okay. Ach ja, meine lieben Goblins. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Goblin hat Hunger, dann... Ja, aber apropos Essen, ich bräuchte dringend... Baut eine größere Hühnerfarm, damit eure Geschöpfe immer gut genährt sind. Das wollte ich gerade sagen. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Neu? Feuersalamander ist doch nicht neu. Salamander. Hier oben gibt's eine Hühnerfarm. Ja gut, bleibt ja eh nichts anderes übrig, als da hochzugehen. So, dann hol mal Kohle. Ich brauche jemanden zum Kämpfen. Gut, hauen wir mal den hier weg. Euch geht's allen nicht so gut, ha? Du kannst mir auch herkommen. Der hat Hunger. Die haben alle Hunger. Und nicht nur keine Hühnchen. Naja, das ändern wir jetzt aber gleich. Come on. Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ach, was? Und demnächst habt ihr auch keinen Platz zum Schlafen. Ich weiß, weil alles voll ist. Echt alles voll. So. Und die Goblins können mal herkommen und dann die Tür eintreten. Und dann kann ich euch ja hier wenigstens wieder glücklich machen. Wahrscheinlich auch so gedacht, ne? Gold brauche ich ja gerade keins. Na, ist die Wegfindung ein bisschen scheiße bei euch? So, das Casino gehört an mir. Hier wird wenigstens ein bisschen trainiert, auch nicht schlecht. Ihr erbeutet ein Casino. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ach ja, die Goblins. Ihr könnt jetzt alle mal erstmal Türen aufschlagen, würde ich sagen. Aber dann könnt ihr auch im Casino bleiben. Habe ich nichts dagegen. Ah, der Schurke ist ein Prinz unter den Dieben. Er hat großes Talent als Einbrecher und kann sich sogar unsichtbar machen. Okay. So, bleibt doch hier und spielt eine Runde. Euer Casino ist zu klein. Okay. Und irgendwie wollt ihr alle nicht spielen.
hat sich ja gelohnt. Dann gehen wir jetzt mal hier rüber. Okay, hier sehe ich noch irgendwas nicht. Zack. Machen wir mal so und kämpfen tun wir dann mal mit euch vielleicht. Attacke! Lassen wir die Goblins mal außen vor. Aber wenn da ein Riese kommt, soll ich sie vielleicht doch dazu holen. Euer Schlafsaal ist zu klein. Ja, das ist ein Problem. Ihr erbeutet eine Hühnerfarm. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Alle mal her. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein Goblin ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Ja, Goblin. Euer Casino wird angegriffen. Was, mein Casino wird angegriffen? Ihr erbeutet eine Brücke. Ach, so ein Arsch. So ein Arsch. Halt, ich brauche euch noch. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Nicht. Gut. Dann den holen wir mal unseren Kollegen hier wieder ab. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Oh ja. Wisst ihr was? Wir machen euch jetzt mal hier erfreuen. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. So, ich glaube, das war jetzt mal nötig. Hier gibt's, okay, eine Bücherei. Da wollen wir natürlich hin. Pronto. Was haben wir denn hier? Alle heilen, okay. Mehr Gold brauchen wir nicht. Ein Goblin hat euren Dungeon verlassen. Dann geh halt, Stufe erhöhen, das ist ihr gut. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Und wir sind hier schon ganz nahe. Beziehungsweise wir könnten uns hier schon durchgraben. Interesting, möchte ich aber noch gar nicht. Denn die andere Seite schauen wir uns jetzt auch noch an. Und auch wenn hier viel geheult wird, geht es uns ja eigentlich ganz gut. In Heulkeeper 2. Warte mal, hier geht's lang, ne? Und hier geht's auch irgendwo lang. So offensichtlich. Dann haben meine Imps auch mal was zu tun. So, derweil checken wir mal, was geht denn hier noch? Hier hinten geht's zur Folterkammer. Okay, irgendwo wird gekämpft. Wo denn? So nicht. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ja, es gibt wahrscheinlich wirklich keinen Platz mehr zum Schlafen, gell? Das ist ein bisschen blöd. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Ein Zauberer, juhu! Verdammtes Gold. Jetzt müsst ihr auch noch ewig weit laufen. Aber schlafsaaltechnisch könnte ich ja hier die Gänge vollbauen. Fällt mir da gerade so ein. Dann haben wir wenigstens genug Schlafräume. So. Und so Hühnerfarm bauen?
Weiß nicht, bringt das was? Bringt das Hühner? Hier könnten wir zum Beispiel das mal probieren. Hier ist doch noch irgendwas, oder? Ich könnte auch irgendwas verkaufen, gebäudetechnisch, und dafür eine Hühnerfarm reinzimmern. Keine Ahnung, was da sinnvoll ist. Der traut sich nicht an die Falle ran. Okay. Wo können wir denn noch eine Hühnerfarm hinbauen? Gute Frage, nächste Frage, gell? Die Zauberer können wir eigentlich da oben reinpacken. Wow. Echt jetzt? Das haut zwei Goblins um. Euer Geldbeutel ist überall voll, ha? Schläft da schon jemand? Hat das Angebot jemand angenommen? Ich weiß es nicht. Ach ja, okay. Fighting, kein Ding. Hier, kämpft mit denen, die machen das gerne. Euer Casino ist zu klein. Und gibt's hier jetzt ein paar Hühner? Tatsächlich. Ein Goblin wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. So, da geblieben. Es ist Zahltag. Okay, und wir haben jetzt ein Gefängnis. Geil, und davon gibt's auch noch eine... Na, aber doch nicht. Ich hole euch alle mal, ja? Auch wenn jetzt Zahltag ist. Und dann sage ich euch, lauf hier hoch. So. Ihr erbeutet einen Kerker. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Das geht natürlich gar nicht. Hallo, da ist doch noch einer. So. Hier muss wieder einer weg. Euer Portal hat so viele Schöpfer angelockt, wie es kann. Eure Schatzkammer ist zu klein. Ihr erbeutet eine Brücke. Okay, 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 okay. Ich bin zufrieden, Leute. Was haben wir hier? Mehr Gold? Schön, brauche ich nicht. Noch mehr Gold. Wow. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Ah, siehst du ja? Wo latschen ihr eigentlich hin? Achso, ihr habt jetzt hier die Tür eingeschlagen. Okay. Dann machen wir das hier so. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Und dann hauen wir noch die Tür hier auf. Weil da werden die sich freuen, die Mädels. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So.
Sind da etwa noch eiserne Jungfrau hier? Das hört sich doch so an, oder? Hier sind da noch ein paar drin für mich. Zack. Ja, geil. 3 Stück. Für die haben wir auch keinen Schlafplatz. Mhm. Der sucht sich da jetzt ein, er oder? Er erbeutet eine Folterkammer. Nee, da will Kohle. Was haben wir hier? Mehr Mana. Schön. So, die gehört jetzt mir. Die gehört auch mir. Und jetzt gehört ihr alle mir. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Mädels, ihr könnt hier schlafen. Tja, ihr seid jetzt alle tot. Okay. Da ist eh nichts damit foltern. Jo, bettentechnisch ist jetzt hier auch nicht mehr so viel frei. Mehr kann ich euch leider nicht anbieten. Okay, dann schauen wir mal. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Wir können uns hier durchgraben. Oder wir können uns hier durchgraben. Spielt eigentlich alles keine Rolle mehr, ne? Wir graben uns klassisch von vorne durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kommt schon. Ehrlich jetzt? Dann gibt's halt hier noch eine Schatzkammer. Müsste nicht so weit laufen. Also, einnehmen. Hier war der alte Keeper. Mit seinem komischen Dungeon. Und dann buddelt damit das hier auch noch weg. Und dann können wir starten. Beziehungsweise wir können hier auch noch... Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie nichts zu essen hat. So machen. Habt ihr die Fallen vielleicht gerade da? Du bringst eine mit, okay. Eure Bibliothek bietet nicht genug Platz. Das ist natürlich doof. Okay, wir machen... Aber jetzt auch den Keeper einfach platt. Ach so. Immerhin habe ich eine gekriegt. Wie lange spielen wir denn? Halbe Stunde. Okay, was geht im Casino? Geht hier überhaupt irgendwas? Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Meine Güte. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Meine Güte. So, Impis, keine Ausreden mehr. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Okay, dann geht's jetzt los. Eure finsteren Pläne werden niemals gelingen, solange ich noch atme. Zauberspruch, Stufe erhöhen. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen. Und ich weiß gar nicht, heilen brauchen wir nicht wirklich, oder? Nein, das ging ja schnell. Yeah, Horny, hi! Du hier! Mensch, lang nicht gesehen! Erstmal einen Schluck aus der Pulle. Boah, ich hab lange gespielt, aber gefühlt ging es ganz flott, ha?
Und jetzt kommt der Horny wieder nicht durch und läuft deshalb in Zeitlupe, oder was? Also muss er schleichen? Komm. Lass den Herrn durch. Wir haben doch keine Zeit. Auf! Yeah. Vielen, vielen Dank. Ui, jetzt muss ich auch noch gehen. Mit einem Wachposten könnt ihr Patrouillenwege festlegen. Okay. Verstärkte Türen sind härter und besser. Nemo. Geteilte Aufmerksamkeit. Wann gibt's eigentlich Teufler? Gut gemacht, Keeper. Selbst Horny war beeindruckt von eurem Sieg. Ihr habt eine große Armee aus den verschiedensten Geschöpfen zusammengeschweißt und eure beschränkten Ressourcen gut eingesetzt. Wie nur 5 von 10 Spezialobjekte? Nein! Okay, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Nachspiel? Drachental. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt dabei hier auf der Zocker Lounge, dem Dungeon Keeper Kanal mit Teil 1, 2 und auch 3, aka War for the Overworld. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann!